Hallo, liebe Schütze, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und das ist eine Tarot-Prognose für Januar 2022. Meine Lieben, ihr seid Schützen und das heißt, ihr seid selbst die Feuerenergie. Und so wie ihr aussieht, das ist die einzige Feuerenergie, kann man hier sagen auch. Die zwei Karten, das ist Feuer, aber ihr wird diesen Monat, so wie er aussieht, brauchen viel Kraft, innere Kraft, um alles unter eine Decke, unter einen Hut, unter einen Hut zu bringen. Alles im, wie soll ich sagen, alles zu behalten, Kontrolle nicht zu verlieren. Das wird nicht leicht, würde ich sagen. Weil ich sehe hier sehr, sehr viele Energie, Wasserenergie, das heißt Gefühle, Emotionen. Und kann sein, dass ein bisschen wird sich schwierig anfühlen, weil das ist nicht eure Energie. Aber ich sehe vielleicht viel Feier, vielleicht viel Liebe auch wird. Einzige, ich vermute, ihr vertraut nicht so und das ist vielleicht, das ist eure karmische irgendwie etwas mit der Liebe. Ich vermute, ihr seid ein bisschen unsicher in sich selbst, weil Mensch, der in sich sicher, zieht auch sichere Partner an. Ich sehe hier im Liebesbereich Mondkarte. Mondkarte, das ist unsere tiefe Unterbewusst, unsere Intuition. Und einzige positive Deutung hier, wenn sehr, sehr starke weibliche Energie. Das ist das Einzige, was ich sehe hier Positives. Was kann man noch sagen? Hier muss man bearbeiten diese Ängste. Um Angst zu bearbeiten, muss man sich nicht wegdrehen, muss man auf jeden Fall sich diese Ängste stellen. Das wird nicht leicht, so wie aussieht. Bei der Arbeit, wenn wir schauen, meine Lieben, ich sehe leider keine Beförderung. Ich sehe schon gute freundliche Kontakt mit Kollegen, mit Chef in diesem Kollektivbereich bei der Arbeit, auch wenn ihr selbst eigene Geschäft habt. Hier ist alles in Ordnung. Aber meine Lieben, wenn ihr seid zum Beispiel ohne Arbeit und sucht eine Arbeit, ihr bekommt einen Vertrag. Definitiv. Das ist 100%. Wer sucht Arbeit, bekommt einen Vertrag. Aber ihr müsst schauen, was für Lohn bekommt ihr. Weil mit diesem Job, ihr werdet keinen Lohn bekommen. Das heißt, schaut ganz genau, ob dieser Job ist wirklich so gut, ob du das wirklich machen kannst. Weil, so wie aussieht, wenn du mehr Geld möchtest haben, musst du auf jeden Fall woanders deinen anderen Job suchen. Hier wird nicht klappen mit Geld. Du wirst auf jeden Fall nicht zufrieden und wirst immer auf der Suche sein nach zusätzlichen Job. Kleinen Job, am Abend, egal was, aber wird immer nicht ausreichend sein. Meine Lieben, die Gesundheit ist auch alles in Ordnung. Hier ist wichtig, nur nicht zu sehr emotionieren, nicht zu sehr in Gefühle, ein bisschen mehr locker in der Mitte, in Balance bleiben. Und wenn du irgendwo eingeladen bist oder ausgehst oder noch etwas, bitte Vorsicht mit Flüssigkeit oder mit Medikamenten, kann man auch sagen, aber mit Alkohol vor allem. Wonach musst du aufmerksam werden? Bitte schau, weil du hast sehr starke innere Kraft. Du bist sehr starker Mensch von innen.
Das musst du auch, wie soll ich sagen, diese Star deine Stärke musst du greifen, um hier zu erledigen, um das hier auch klar zu sehen, diese Situation. Weil im Liebe, ich sehe wirklich, in diesem Bereich, Mondkarte zeigt keine glückliche Ehe oder so, immer irgendwie welche Ängste. Angst zu verlieren, Angst, dass dein Partner könnte zu andere Partnerin oder Partner gehen. Hier ist wirklich diese Ängste, die nur du verarbeiten kannst. Ja, aber meine Lieben, Mondkarte ist das auch noch die Karte, die sagt, auf jeden Fall, wir müssen uns an einen Profi wenden. Alleine kannst du das, wenn du wirklich diese Ängste hast, das zieht sich noch von der Mutterlinie. Ich spüre diese schwere Energie. Ich kann jetzt, dadurch, dass ich rede über diese Karte, mir selbst sehr sehen, Brust so schwer zu atmen, weil hier ist wirklich schwere Energie. Ich spüre das. Die sitzt hier tief, ganz tief. Ich vermute sogar, ich habe so ein Gefühl, wer hier in Resonanz geht mit dieser Aussage, was ich sage, mit dieser starken Energie, Mondenergie. Ich vermute, du kannst nicht mal beim Vollmond schlafen. Du bist sehr empfindlich auf alle Mondphasen. Bei dir geht so wie Zyklus. Und vor allem weibliche Energie ist hier sehr, sehr stark. Das heißt, du musst diese weibliche Energie ausgraben, tief in sich hineingehen. Hier wird nicht leicht, das muss ich sagen. Aber du hast genug Kraft, um das zu besiegen, deine Ängste, deine Befürchtungen, Ahnungen oder sowas. Keine leichte Karte, muss ich sagen. Und dadurch, dass es sehr viele Kelchen, ich meine Wasserenergien hier, Emotionen, dieser Monat wird für dich keine leichte Monat. Darum schau, dass du irgendwie Weg findest, das zu besiegen. Sorry, meine Lieben, ich musste das sagen. Ist nichts Schlimmes, du kannst auch überleben, du lebst auch bis jetzt irgendwie, aber ich spüre hier, manche werden wirklich stark in Resonanz mit dieser Karte gehen. Hier ist wirklich, ich spüre das, mir ist jetzt, ich muss aufhören, meine Lieben. So, ich wünsche euch wirklich, dass ihr diesen Weg findet, die Ängsten in den Augen schaut und das alles besiegt. Kraft habt ihr. Disziplin ist wichtig. Und keine Angst haben. Ihr schafft das wirklich. So, meine Lieben, alles Gute und alles Liebeswün. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich werde mich freuen für eure Feedback und Kommentare, Likes natürlich auch. Alles Gute und alles Liebe.